What's up, Party People? Willkommen zur NPBL Spieltag 5. Diese Woche geht's hier gegen den guten OGTNZ. Und ja, wir stehen aktuell auch immer noch mit 0-4 da. Falls ich nicht irgendwie noch einen Spieltag vergessen habe, wir sollen aber jetzt Spieltag 5 haben. Es ist gerade Samstag, der 15.8. Und ja. Teambuilding sollte heute Richtung. Sollte von euch aus gesehen heute Richtung. Richtung Vormittag oder so gekommen sein. Also vor dem Kampf wahrscheinlich noch. Weil ich es eben nicht hochladen kann, bevor wir den Kampf machen. Das ist ein bisschen kritisch, das Ganze. Weil sonst kann ja. Und unser Gegner quasi das komplette Team einsehen. So, das Team sollte safe sein von wegen allem. Machen wieder Mary 2, weil einfach bestes Team. So, dann würde ich mir sagen, good luck, have fun. Und wir gehen in den Kampf rein. So, was hat er denn dabei? Er hat dabei Mitsunda sehr wohl in der männlichen Form Torikis, trifft Zeppeli, Libero und Viscon. Ja, Viscon war ja noch der Switch kurz vor. Kurz bevor halt jetzt die Dinger losgingen. Ich kann wieder nicht reden, ne? Es ist wieder schlimm. Ich habe gerade schon einen Spieler gebaut gehabt und, dachte dann. Dann habe ich erst gesehen, dass er einen Switch gemacht hat. Das war ein bisschen kritisch. So. Auf, mit aufschreiben lasse ich einfach mal, weil es bringt mir eh nichts. Ich schaue eh nur auf die Notizen drauf. Heißt, man ist voll hier auf dem Bildschirm konzentrieren. Und ich habe dabei hier Fußball Pilipper, Schwellenschutz Kamalm, offensivfesten Lektragon mit Überalpha wieder. Ich probiere es. Tentacle mit der Quarkobeere, Torgetic mit dem Evoliten und Wahlglas Psyana. Ich bin mal gespannt, wie es hier laufen wird. Tolkien und Duke, okay. Okay, ja, passt. Also wir sind hier Gudra und Torquet. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie groß Combo rauskommen könnte. Ich gehe aber einfach mal hier auf den Säurespeier gegen Torquet. Nee, wait. Gehe ich hier auf Dampfwalze und hier auf Torquet. Nee, das bringt mir auch nichts. Mir alles nichts gerade. Ich gehe mit dem Tantel auf. Ja, mal Dampfwalze. Ich will Psyana zwar auch langsamer, aber. Es. Oh. Okay. Wir gerade befehlen, dass die Menge draußen funktioniert. Da bin ich es einfach. Uta wird fett, okay. Okay, ja. Wir haben Plan, wahrscheinlich jetzt die andere rauszunehmen, ja. Was kann das denn für ein Käfer-Move? So, wir lassen jetzt mal ein bisschen runter. So, jetzt mit Lektagon. Wir haben hier über Alpha. Wir haben dann den Düner Drachen Move und wir haben hier offensiv festhalten. Wir sollen eigentlich auch alles überleben, was Vision hier machen will. Folglich gehe ich jetzt hier auf Lektagon, also hoffen wir, das Ding
Ich lief hier mit Tentantle raus auf meinen Togetic. Wahrscheinlich, weil ein Giftmove wird wahrscheinlich eh nicht kommen. Und wir gehen hier auf den Dynawurm auf Viscoron. Wir sollten schneller sein durch die Dampfwalze davor. Und leckeren Böllert. Das wissen wir alle. Uda geht raus, okay. Aber eine Fairy hatte er nicht dabei, soweit ich weiß. Okay, doch, hey. Hab ich Turk jetzt komplett übersehen, bin ich irgendwie behindert? Ja, ist jetzt kacke, das ist mein. Das ist halt mein Move mit Lost hier. Jetzt hätte ich nur Will-O-Wisp von Mitsunda kommen. Letzte Welle, okay. Kein Burn, kein Burn, kein Burn. Okay, gut. Yo. Ich hab Lichtschild oder auf Spotlight? Wait, die anderen Mons von ihm, die waren hauptsächlich speziell hier aufs Lichtschild. Und wir hier mit Dyna Gewitter auf Torikis. Von mir aus, darf er gerne machen. Macht trotzdem guten Schaden. Edelfeld ist da und jetzt haben wir richtig Bock. Oh nee. Okay, das war jetzt gut von ihm. Das war jetzt sehr gut von ihm gerade. Das war ein sehr guter Zug. Das muss man sagen. Und auf Zauberschein und... Und nochmal Düne. Oh ja. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt rausgeht, weil er jetzt ja eben schon sowas gemacht hat. Hier jetzt aber mit Düner Brocken auf Torracat. Der will jetzt hier sein. Der will jetzt hier irgendwie möglichst mal Düner Runden rausnehmen. Deswegen wird er jetzt rausgehen. So 100%. Oder auch nicht. Ah, ist mein Lichter nicht da. Das ist. Ja, okay. Und weg. Das Kackvieh. Das hat eigentlich sonderlich viel Schaden, aber... Ist ja der Slow von Dampfwalze jetzt auch nicht mehr so ganz existent gerade. Und wir sind jetzt wieder small. Ich gehe jetzt hier raus mit dem Tante und drücke dann den Säurespeier. Nee, wait, das war gerade der falsche. Wir gehen hier auf Zauberschein, sind wir noch getauntet. Und hier gehe ich raus in Tentantel. Darfst du gern machen. Es war nämlich komplett klar, dass jetzt der Draco kommt. Das Problem ist ja, dass der Toretik etwas langsamer ist als Tante. Aber jetzt können wir das Lichtschild rausbringen. Und mit... machen wir jetzt einmal hier Dampfwalze, dass wir beide mal Attacked haben. Dass wir jetzt wegen Guter Attacked haben. Toretik droppt gleich durch den Sandsturm. Und dann sollte Guter gleich auch langsamer sein als Draco Sold, weil er nicht mehr rausgehen kann. Und das Lichtschild ist sehr wichtig, weil wenn Gute halt irgendwie mal einen Dinger rausbekommt, einen Draco, dann mag das
Draco sollte ohne den Sandsturm jetzt, ohne Zauberschall, ich jetzt nicht unbedingt. So, okay, das passt. Jetzt ein Flammenwurf kommt, den Titanlauf, Titanhandel zu 100%. Steinhagel. Nicht cool, mein Dude, nicht cool. Bitte jetzt kein Flinch, bitte 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 kein Flinch. Please no Flinch. Danke. So, Dampfhals ist draußen. Breitseite sollte auch killen auf der Range. Sehr nice. Dann stehen wir jetzt 2 gegen 2. Main Elektragon. Das. Okay, Indeedee. Der ist zwar schon als Elektragon, aber der kriegt halt auch sein Feld jetzt raus. Aber wir sollten durch die Dinger, durch die Weste. So, also wir machen jetzt Breitseite auf beide und Eisenwalze auf Indeedee. Und das sollte eigentlich theoretisch reichen. Wenn ich bei Moves durchbekomme, habe ich das gewonnen. So, ich jetzt hier gerade das sehe. Vor allem, wenn es physisch ist, sollen gerade beide nicht die Möglichkeit haben. Also, Indeedee hat maximal die Magieflamme, aber dann kann sie hier. Kann es hier. Ja, wenn ich mache, kommt die Macht beiden nicht so viel. Na, der Crit muss ja. Das heißt, der dritte Crit oder so gegen mich. Bitte hitten. Danke. Guter Doppler. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Perfekt, 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 perfekt. Und das reicht jetzt. Jungs, wir haben's. Der Crit war jetzt nicht gemeldet. Wir haben ihn erst win. So muss das. Perfekt. So, es läuft, es läuft, es läuft. Mit denselben Regeln nochmal spielen. So, wir nehmen das gleiche Team. Diesmal kann ich auch natürlich meinen Regenkorb mitnehmen, aber den will ich eher in der Bag mitnehmen dann wieder. Diesmal mit Pilippa und Kamalmra und danach dann noch Lectragon und Togetic. So. Wir können mit Pilippa wieder den Tailwind rausbringen, das war ja schon letztes Mal ja immer die Taktik. To go. Und diesmal rechne ich damit, dass vielleicht auch TFC mitkommen kann und da habe ich dann keinen Bock, keine Speed Control zu haben. So, wir sind ready. Er muss noch ready machen, dann haben wir's. So, Leute, der erste Win, der erste Win. Ah, heilige Scheiße. Naja, am vierten Spieltag endlich mein Game zwischendurch gewonnen, so muss das. So. Ja, es war klar, es war 100% klar, es ist jetzt passiert. Sehr nice. Okay, 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 okay. Heißt wegen, ich bin Kamann auf das Dynamegahorn. Wait, wieder auf Beinensa? Nee, ich dachte irgendwie gerade, dass ihn auf sehr wohl Ohr gehabt hätte. Aber alles cool? Wir gehen hier direkt auf den Rückenwind, weil wir ihn schon mal draußen haben. Und hier gehen wir mit Dynamax auf den Dynaschwarm, um ihn die wegzudrücken.
Okay, er hat die gleiche Strat. Hier mit Rückenwind. Bei Leben, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auch wenn Kanan gekrittet wurde. Finde ich jetzt nicht gut. Und fertig. Oder auch nicht. Wir haben Pelipper auch in den Rückenwind. Jetzt hier auf Eissturm. Und wir sind leider nicht schneller als beide. Aber wir haben jetzt den Spezialangriffsdrop. Habe ich jetzt aber mit Dynaflut auf die das Ding gekillt bekommen. Und weil das jetzt kein Missplay ist. Der Crit von der Fläche macht bei Kamis unlucky auf Kamalm. Der hätte nicht sein müssen. Wäre mir auf Philippa deutlich lieber gewesen. So, Kamalm, Zeit deine Schnappschildkröten-Skills. Donner, okay, ja. Geht auf Philippa gerade, oder? Ja, passt. Hey, ah ja, der Sage geht ja nicht durch, wenn ich schon angehittet bin. Passt. Mal kurz hier fertig. So, Indidi ist auch weg. Wir gehen auf Togetic oder auf Flectagon. Mit Togetic kann ich nicht mal einen Lebenstropfen drücken. Oh, habe ich eigentlich überall auf dem Ding drauf, lol. Mit Flectagon, der ist lower als das. Ah, es kommt drauf an, was er jetzt reinschickt, was besser ist. Ich würde aber sehr gerne eigentlich meinen Lichtschild rausbekommen. Oder einen Lebenstropfen auf Kamalm dann. Den Togetic. Ich gehe jetzt zu 100% auf die Dynabomb. Zu 100%. Spotlight. Und Dynawurm. Zu 100%. Mir bleibt hier keine Wahl. Aber ich auch Lichtschilder da rausbringen können. Ich habe ja noch den Dinger draußen, den... ich habe ja noch den Rückenwind draußen. Also schnell als Guter bin ich schon mal. Hätte ich doch lieber aufs Lichtschild gehen sollen. Wenn Kamalm nämlich jetzt droppt, dann habe ich ein Problem. Speziell defensiv, der soll auch was abfangen können jetzt. Donner kommt, okay, passt. Das macht ja gar nichts. Ah, die Vollpaare muss ja. Na, wir machen ihn fertig. Nein! Dude! Ah, das Ding hat ja hauptsächlich Attack jetzt gespielt. Na, Brocken, ja. Passt, perfekt. Very nice. Krieg mehr Bulk mit Kamalm. Guter killt sich selbst. Sehr gut. Als noch ein Mon, ich habe noch drei. Cinderace. Ah, ich bin aus dem Giga raus. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Soll ich mit dem Lebenslauf probieren oder soll ich lieber einfach auf Zauberschein? Nee, ich hab Spotlight. Und hier gehe ich. Wir haben einfach durch Stoß auf Cinderace.
Oh, das kann echt knapp werden jetzt. Das kann jetzt echt knapp werden. Nein! Und er trifft im Sandsturm. Oh mein Gott, ja! Bitte Cinderace, sei bitte auf Target gegangen. Bitte, 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 bitte. Bitte sei mit Cinderace auf Target gegangen. Miss! Miss, 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 miss! Miss, miss! Ach. Warum ist Target nicht durchgekommen? Mann! Okay. Leckerl muss es fertig machen. Bitte triff jetzt den Steinhagel. Du musst jetzt den Steinhagel treffen. Und nicht auf Breitseite. Steinhagel oder Breitseite? Steinhagel oder Breitseite? Steinhagel oder Breitseite? Steinhagel oder Breitseite? Eins von beiden. Eins von beiden muss ich machen. Eins von beiden muss ich machen. Ich hoffe Steinhagel. Pray for it. Bitte, 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 bitte. Lectagon, du kannst jetzt zum Helden werden, das weißt du. Lectagon. Lectagon, ich glaube an dich. Mein Dino, Junge. Mein Dino. Spotlight, ja? Ein Donner von Dripsy habe ich vorhin schon gut abgefangen, wenn das jetzt kommt. Ja? Hätte ich doch mal Wolterabsauber gespielt, ey. Tanken, oder? Tuki, du bist so ein Ehrenmann. Turmkick. Mist! Oh mein Gott! Schön heil! Treffen! Ja! Scheiße! Das war nicht genug, das war nicht genug. Ich muss auf Breitseite gehen. Na, Target ist down. Oh mein Gott, Alter! Vielleicht auch nicht, glaub an dich. Lectagon, ich glaube an dich. Du schaffst es. Ich glaube an dich, Lectagon. Lectagon, Junge. Lectagon, Lectagon, Lectagon. Eissturm, okay? Alles cool, ich hab AV, ich hab AV. Den tank ich. Und der hat eine gute Fist-Def. Der hat eine sehr gute Fist-Def, der Junge. Krit schon wieder! Der hat eine sehr gute Fist-Def. Kann noch was tanken. Turmkick, tankst du. Tankst du, Junge. Nein! Hat der Crit jetzt gemeddert? Hat der Crit gemeddert? Aber wie viele Crits waren es jetzt schon wieder in dem Game? Weil der wahrscheinlich in Kaman trotzdem am unluckiesten war. Aber, ganz ehrlich... Ich will nur mal mit der gleichen Sweat rein. Ich mache nur mal die gleiche Sweat, weil ohne die Crits jetzt safe funktioniert. Oder ich gehe mit Kamalm und Togetic rein. Das können wir auch machen, theoretisch. Kamalm, Togetic, Pelipper, Lectagon. Weil mit Kamalm kann ich selbst meinen Regen rausbringen, mit dem Aqua-Durchstoß. Möchte ich mir diesmal auch keinen Spoilerschutz hinter machen. Auch gut. Ah. Bisher, was haben wir so gesehen? Taunt und Verhöhner auf der Katze. Auf Servo nur Flächenmacht. Auf Togetic haben wir bisher nur nur gesehen, dass das Ding halt Zauberschein hatte. Und Spotlight. DFCP hatte Donner und Eissturm bisher. Lieber hatte Turmkick und scheint gebannt oder sowas zu sein, weil er hat bisher einen Turmkick eingesetzt. Und Viscogon hat Steinhagel, einen Käfer-Move und noch irgendwas. Und einen Life-Orb und der ist physisch. Was ist denn für ein Käfer-Move? Soll ich kurz mal gucken. Was hat das Ding für ein Käfer-Move?
Was hat bist du denn für ein Käfer-Move? Ist es dieser Skitter-Smack oder wie der ist, der neue Move da? Der Kribbelkracher oder wie das denn heißt? Ja, Krabbelkracher. Torkennen und Driftblim, okay? Looks like a good lead. Dynamax, Dynaflut auf. Driftblim ist heute die größte Gefahr. Torkennen fuckt einfach nur ab. Und den killen wir auch damit. Und wir gehen wir auf Spotlight. Ne, wait. Und auch ich gehe auf Spotlight. Bin eh schneller. Als Torracade. Und der Taunt wird mich danach eh taunten. So, ich mach mal kurz mein, ich mach kurz mein Licht in meinem Zimmer an, damit es hier nicht so dunkel ist. Ich hocke nämlich halt komplett im Dunkeln und bin gleich wieder da. So, in Back. Jetzt echt krass, wie lange ich jetzt eigentlich schon mit diesem Pro, mit meinem Switch Pro Controller schon Kämpfe aufnehme. Da hatte ich schon, ja, habe ich glaube seit Anfang der UDT nicht mehr geladen. Deswegen, der Akku hält ja immer absolut ewig. So, kann man hier in die Giga. Oder in die Düna, ja. Mohib, okay, ja, passt. Donner auf Kanan wäre jetzt übelster Play. Irrlicht. Ah. Oh, hab ich nicht dran gedacht. Ah, scheiße. Aber wir haben den Regen. Heißt, jetzt werden meine Moves trotzdem stärker. Und sehr effektiv darf ich mich trotzdem nicht angreifen. Was echt ganz cool ist. Jetzt können wir nämlich Torkit rausnehmen. Können hier auf den Lichtschild gehen. Weil Torkit jetzt eh droppt. Und ja. Na gut, Torracat drops. Very nice. So, jetzt. Der City kann es jetzt nicht arg viel machen, außer jetzt für den Rücken mit aufsetzen. Damit ich jetzt nicht das größte Problem habe. Ja, macht er. Und wir kriegen unser Lichtschild. So, jetzt mal kommt jetzt rein. In die kommt, okay. Sicherzeuger. Meinst du aber wegen gleichen Move wie vorhin? Wir machen hier den Dünner Schwarm auf Indidi. Nein, fuck! Dünner Schwarm auf Indidi und gehen einfach mal auf den Lebenstropfen. Können wir kann man ein bisschen hochholen, wenn der schon Damage passiert hat. Von, wenn ihr noch Damage heißt hier von Driftblim und ja, können auch Torkit noch mal ein bisschen hochhalten. Eissturm, okay, passt. No problem. Ah, halb Speed reicht. Welchen macht, okay, passt. Lichtschild macht das sehr gut. Hühnerschwarm. Killt leider diesmal nicht. Ich muss ja hier meinen Feelender treffen. Mal gegen den Lebenstropfen. Können wir mal ein bisschen hochheilen hier. Aber gegen nur ein normales Viertel oder was? Das war nämlich kein Viertel von Kamal. 100% nicht.
So, Kamaim geht auf dem Fiendender auf Indeedee und hier gehen wir auf einen Zauberschein. Deshalb kann man immer noch verbrannt, das ist halt eigentlich nicht cool, aber... Ich weiß nur, ob das mit Peter Nails trifft. Das ist jetzt echt wichtig. Cliff, ja. Kein Problem. Obwohl, ist es ja wohl schneller. Wir haben noch das Lichtschild. Wir haben das Lichtschild nach oben. Passt. Triff. Nice. Perfekt. Targeted Dual Legende, ey. Ich hätte ja so einen Wush-Sound im Hintergrund, ist das die Flügel von Togget? Was ist das? Jo, wir gehen jetzt einfach mal auf einen Aqua-Durchstoß gegen Cinderace und gehen hier auf einen Spotlight. Cinderace ist hier noch das größere Problem als Drifblim. Drifblim können wir noch mit, da haben wir noch Pelipper in den Hintern, da kann es ihn noch runterstormen. Wir haben noch, unser wunderbares Dracozolt. Der dem auch nochmal gut Damage drücken kann. Heißt, ich nutze jetzt hier noch meinen... Oh, der geht jetzt da in die Giga. Okay. Sieht halt so dumm aus mit diesem einen Zahn, ganz ehrlich. Wieder Stahlzacken, ja. Das war relativ klar, dass es kommt. Tank ich aber, oder? Den tank ich nicht. Jo, ich gehe jetzt hier in Pelipper und drücke hier den Eissturm. Ah, das war jetzt halt absolut kein Schaden. Da ging ja schon der Rücken schon Wind ist weg, heißt wir legen jetzt nur den Rückenwind. Eissturm oder Rückenwind, was mache ich? Ich meine, lieber erstmal Rückenwind. Hier gehe ich auf eine Steinkante, machen wir erstmal das Drifblim wieder fertig. Und hier gehe ich auf den Rückenwind. Ja. Ah, das ist kacke. Wobei, wir brauchen ihn gerade eh nicht mehr unbedingt. So, wie machen wir es jetzt?
Mach Breitseite auf beide. Mach Steinhalte. Ich glaube, es ist ein Los. Ich denke, das wird ein Los. Nein, man ist auch Eissturm. Ist er der Spezi-Attack, Spezi-Def-Boost oder was macht der? Nee, der senkt auf die Fist-Def, ne? Oder was macht der? Okay, juckt. Das war einfach killed, what the fuck. Ja, was ist denn los? Fuck it! Ne, jetzt ist irgendwie fair gewesen, wenn ein Hurricane hier drauf hätte, aber hab ich halt nicht. Was wir machen, ich kann jetzt auf den Rückenwind gehen und hoffen, dass er einen Turmkick misst. Hoffen, dass er auf Turmkick geht. Das mach ich auch. Ah fuck, ich hab ja eh Rückenwind glaube ich gedrückt, ne? Easy. GG. Beim ersten Match sah es gut aus. Na, sah es gut aus. Weil, hast du dann durchs Matchup gewonnen, das war. Weil hätte ich doch lieber im letzten. Aber sag mal so, was hat mir Feld gebracht? Trifft sie lieber direkt mit drin. Also, hätte mir Tennis schon mal nichts gebracht. Was hat mir Psyana gebracht? Wäre wahrscheinlich direkt durch Trifft CP gedroppt. Im ersten Mal haben sie auch Togetic und Dracozord gecarried. Jo, aber ich würde dann sagen, das war's dann für den 5. Spieltag. Wir haben irgendwann mal unseren ersten Einzelgame-Win geholt. Aber es am Ende nicht dafür gereicht hat. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche kommt dann der Kampf. Ich glaube, ich habe jetzt wieder ein bisschen voraufgenommen. Vielleicht kommt die Woche noch irgendwas. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.